Herzlich willkommen. Heute ist ein für mich ganz besonderes Thema dran, denn das, was ihr eben gerade gesehen habt, das ist der sogenannte Six-Way-Beat. Diesen Six-Way-Beat habe ich von dem berühmten Schlagzeuger Kim Plainfield. Und der hat mich über die letzten Jahre sehr, sehr inspiriert. Ich habe damit, habt ihr auch gesehen, Fill-Ins gespielt, Grooves gespielt und ich habe mir den so zurechtgelegt, dass ich den ja in jeder Situation auch anwenden kann und spielen kann. Das hat ein bestimmtes Pattern, habt ihr ja sicherlich gesehen. Und zwar, das gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch, damit ihr das so üben könnt. Und zwar, das erste Pattern, was ihr dafür braucht, er heißt Six-Way Beat. Wir brauchen 6 Snare-Schläge in diesem Takt. Und das sind immer die Ghost Notes. Das bedeutet, in der ersten PDF, in dem ersten Takt, seht ihr eingerahmte Noten. Das sind sogenannte Ghost Notes, die leise gespielt werden. Und dann seht ihr auch den sogenannten Backbeat, der gehört ja mit dazu, zählt seit 2 und 4, der laut gespielt wird. Ja? Und da auf der PDF steht jetzt Folgendes. Ihr zählt mal die Snare-Schläge durch. Das sind 6 Stück. Und es ist ein Basis-Pattern, was in Achteln auf der Hi-Hat gespielt wird. Klingt so. Eine und zwei und drei und vier und. Ja, das ist unser Basis-Pattern und ich glaube, einige von euch kennen auch dieses Pattern schon mit den Ghost Notes und haben das auch schon oft gespielt. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter und das steht in der zweiten Zeile. Wir füllen die Lücken auf mit 16-Schlägen und somit kommt ein sogenanntes lineares Pattern zustande. Das heißt, es überlappt sich kein Schlag mehr mit der Hi-Hat und mit der Snare zusammen. Ja? Das mache ich euch jetzt vor. Los geht's. Eine und zwei und drei und vier und. Ja, das ist so cool. Genau, achtet schön drauf, dass ihr den Backbeat, also Zählzeit 2 und 4, schön betont, ja, damit ein rhythmisches Pattern auch wieder zustande kommt. Ihr wisst ja, aus unakzentuierten Noten und Akzentnoten kommt eine rhythmische Bewegung sozusagen in Gang und deswegen 2 und 4 schön laut spielen und die 1E, die 2D, die 3E und die 4D als Ghost Note leise spielen. Nochmal zu den Ghost Notes, einen kleinen Tipp. Und zwar macht das alles mit dem sogenannten Tap Stroke. Ja? Wenn ihr unmittelbar danach, zum Beispiel bei der 2, habt ihr ja einen Down Stroke. Das heißt, den davor, diese Ghost Note, also die 1E und jeweils die 3E, macht ihr als Upstroke. Ja? Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. 3 und 4 und. Ja, genau, dann habt ihr auch den Backbeat
immer schön kräftig. Ja? Gut, jetzt als drittes kommt die Bassdrum logischerweise hinzu. Wir wollen ja jetzt mit dem Six-Way-Beat einen kompletten Beat spielen aus drei Instrumenten. Ja? Hi-Hat, Snare, Bassdrum. Genau, da habe ich mal eine Figur aufgeschrieben. Das ist schon ein bisschen schwieriger, aber das kriegt ihr hin. Auf der 1, auf der 1D ist eine Bassdrum, auf der 3 und auf der 3D. Das ist die typische Achtelpunktierung, die man in ganz vielen Popsongs auch hört. Ja? Damit spielt ihr bitte die beiden Patterns. Ja, das heißt, einmal mit den Achteln auf der Hi-Hat und einmal mit den 16. gefüllten Beat. Okay? Gut, das mache ich euch jetzt einmal vor. Los geht's. Eine und zwei und drei und vier und. Ziemlich cool. Okay, ihr habt schon den Unterschied gemerkt. Ne? Mit dem Achtel-Pattern klingt es sehr luftig und mit den 16-Pattern, wenn ihr die 16 einfügt, klingt es schon eng zusammen. Also schon ein bisschen mehr nach Ghost Note Groove auch. Ja? Gut, dann habe ich noch einen Tipp für euch dazu. Das steht im vierten Teil. Und zwar versucht das doch mal halbtaktig zu spielen. Was ich damit meine ist, dass ihr den halben Takt einfach die Achtel spielt, nicht mit dem Six-Way-Beat, aber den Six-Way-Beat zur Hälfte in die Zählzahl 3 und 4 bringt. Ja, das steht nochmal drunter, auch die gleiche Bassdrum-Figur, das steht als viertes. Das spiele ich euch jetzt nochmal vor und dann wünsche ich euch echt viel Spaß damit. Und aufgepasst, wer mit diesem Groove einmal anfängt, der kriegt den nicht mehr los. Okay, alles klar. Ciao. Eine und zwei und drei und vier und.